Menschenwürde! Und jetzt wird sich mal das eigene Sorgen der Gemeinschaft dafür. Naja, also es ist ja völlig klar, dass die Mieten hier in Berlin, aber auch in ganz vielen anderen Städten explodieren und einfach die Bundesregierung bisher viel zu wenig getan hat, um das zu stoppen. Im Gegenteil, eigentlich wird es indirekt noch befördert. Und deswegen finde ich eigentlich die Idee hier von Katrin Lomscher super, dass wir einen Mietendeckel in Berlin machen. Und das steht ja gerade auf der Kippe, unter anderem, weil der Koalitionspartner der SPD dort keine klare Haltung hat. Und ja, der regierende Bürgermeister auch gesagt hat, er will eigentlich gar keine Absenkungsmöglichkeiten. Aber dann ist es auch kein Deckel mehr. Und deswegen braucht man mehr Druck auf der Straße, damit der Mietendeckel kommt und damit er richtig kommt. Also ich bin Mitglied der Linken und auch Mitglied im Deutschen Bundestag und mache da Mietenpolitik für die Linke. Und deswegen verfolge ich das natürlich. Aber ich mache auch seit vielen Jahren Politik auf der Straße und engagiere mich bei Demonstrationen, helfe Hausgemeinschaften, die von Verdrängungen bedroht sind. Ja, und deswegen finde ich es super, dass heute die Demo ist und dass überhaupt in Berlin, aber auch in vielen anderen Städten jetzt eine Mietenbewegung entsteht, die immer größer wird. Denn ohne den Druck auf der Straße, dann wird es auch in den Parlamenten keine Veränderung geben. Einige Leute haben ja auch Kritik daran. Wie siehst du das mit dem jetzigen Entwurf? Also ich habe natürlich den allerersten Entwurf viel besser gefunden, wo es einen richtigen Deckel gegeben hat und auch mit ganz klaren Absenkungsmöglichkeiten. Hier gibt es ein paar Schlupflöcher, aber da muss man ehrlich sagen, das war ein Zugeständnis an Grüne und SPD, dass die das dann auch mitgetragen haben. Und insofern hoffe ich, dass der Druck von der Straße jetzt hilft, dass der Mietendeckel richtig kommt. Aber im Zweifel würde ich diesem Mietendeckel auch zustimmen, weil er besser ist als gar keiner. Aber noch weniger darf es nicht werden, weil dann fühlen sich irgendwann ja, die Mieterinnen und Mieter von Herrn Müller verarscht und das wollen wir nicht. Hast du noch mehr Ideen für weitere Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um die MieterInnen zu schützen? Ja, also auf Bundesebene fordere ich vor allen Dingen, dass ja Spekulation erschwert wird, verboten wird, dass die ganzen Sachen, die Spekulation ja eigentlich befördern, endlich abgeschafft werden. Dazu gehören die Share Deals, dazu gehört die Möglichkeit, dass man nach 10 Jahren steuerlos verkaufen kann. Dazu gehört, dass Geldwäsche im Immobiliensektor ja nicht richtig geahndet wird. Also man kann hier auch eine Wohnung mit einem Koffer voller Geld kaufen in Berlin. Das findet ja auch statt. Also all das müsste sich auf Bundesebene ändern. Ich glaube auch, wir brauchen eine Abschaffung der Modernisierungsumlage, weil in ihrer jetzigen Form ist es eigentlich nur eine Geldanlage für ja, Investoren oder Spekulanten aller Art. Und da brauchen wir ein anderes Modell, damit die Wohnungen irgendwann energetisch saniert sind. Aber es kann nicht sein, dass die Kosten dafür die Mieterinnen und Mieter alleine tragen. Und was meinst du, müsste es auch noch mehr Druck von unten geben? Und wenn ja, in Form von welchen Aktionen? Also ich finde es erstmal super, hier in Berlin gibt es eine richtig starke MieterInnenbewegung, die ja ganz viel erreicht hat. Also dass die Politik hier in Berlin auch parlamentarisch viele Vorschläge macht, die jetzt bundesweit einzigartig sind, die hat auch mit einer starken Mieterbewegung zu tun. Ich muss sagen, als Bundestagsabgeordnete kommt nicht so viel Druck von der Mieterbewegung an, weil die Immobilienlobby, die sind einfach total gut organisiert. Die haben sehr viel Geld, die haben Ressourcen und die haben ja erfahrene Lobbyisten. Und es gibt natürlich auch den Deutschen Mieterbund, der aber etwas leiser auftritt. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt die Verbände sich endlich auch organisiert haben, also Deutsche Mieterbund, Gewerkschaften, Sozialverbände, weil wir brauchen auch sie für eine starke Mietenbewegung, denn die sind diejenigen, die auch den Druck auf die Entscheiderinnen und Entscheider machen müssen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es irgendwann mal eine bundesweite Mietendemo, denn ohne diesen massiven Druck von unten wird es, glaube ich, auch im Bundestag nichts werden. Bist du auch für deutsche Wohnen enteignen? Ich bin auch für deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil ich finde, dass börsennotierte Wohnungsgesellschaften gar nichts auf dem Wohnungsmarkt verloren haben. Das heißt ja im Kern, dass mit Wohnungen an der Börse gehandelt werden darf und wird. Und das finde ich einfach unmöglich und deswegen unterstütze ich auch das Volksbegehren. Es sind schön viele Leute da, es ist eine gute Stimmung und das brauchen wir, glaube ich, auch. Das brauchen auch die Initiativen, sich gegenseitig zu bestärken und auch Mut zu machen, weiter zu kämpfen gegen den Mietenwahnsinn, für den Mietendeckel und für die Enteignung der großen Konzerne.